Hi Fans und damit willkommen im Camp Maximas Matanzas. Ich weiß nicht, was jetzt gerade mit unserer Geisterkatze los ist, was die für spastische Erscheinungen hat. Also können Sie den ganzen Tag zugucken. Aber wir wollten uns ja mal noch den... Komm und kauf was. Klau ein paar Massenvernichtungswaffen. Tu dir was Gutes. Ja genau, klau mal ein paar Massenvernichtungswaffen. Oi, Dani, Trejo schwärmt in höchsten Tönen von dir. Meint, du wärst eine echte Heldin. Muss schön sein, wenn eine Hollywood-Legende so auf dich abfährt. Ich hoffe, du hast ein Autogramm gekriegt. Bereit für noch eine Tour mit Trejo? Natürlich bist du das. Knöpfen wir uns Malagua vor und klauen eine beschissen gefährliche Waffe. Schnapp dir Ausrüstung, dann fahre ich dich mit dem Taxi hin. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wir haben hier noch Puerta del Eden. Dekontaminationsstiefel. Du bewegst dich schneller, nachdem du drei Gegner schnell hintereinander getötet hast. Das ist auch blöd. Ist es natürlich schade, dass ich die Maps vorher nicht irgendwie sehen kann. Makeo in einem Luftstützpunkt. Die Stadt wurde von einer Schlammlawine und einem Giftunfall verwüstet. Oh, was gibt's da? Dekontaminationsmaske. Los Tres Santos. Das ist schon ein Ding. Das sieht aus wie dieses Fort auf der Anfängerinsel. Das ist die Dekontaminationsleggings. Okay. Gut. Oi, Dani. Trejo schwärmt in höchsten Tönen von dir. Meint du. Ja, aber ist jetzt egal. Ich würde jetzt sagen, im Prinzip laufen diese Multiplayer-Einsätze. Ich meine, okay, die Maps sind verschieden, aber es läuft ja immer nach demselben Prinzip ab, dass wir da hingehen, laufen zu dem Ding hin, töten Soldaten, laufen zu der Kiste hin, holen das PG-240, laufen zurück Endlich. Zum Taxi. Etwas Spaß. Also, höchste Zeit, dich mit Trejo zu treffen und dir das PG-240X zu schnappen und die Kids zu retten. Die Armee wird die demonstrierenden Studenten mit dem PG-240X töten. Geh mit deinem Trejo und stiehl die Waffe, bevor es zu spät ist. Und wir bekommen Dekontaminationsmittel. Ah, das ist noch eine der Waffen, die uns fehlt. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass sich Infektionsträger viel leichter kontrollieren lassen, wenn sie sich nicht mehr bewegen. Ja. Der alte Spruch bei Assassin's Creed ist, du kannst nicht gesehen werden, wenn keiner mehr am Leben ist, der dich sieht oder so irgendwie. Und hinten dran war ein Bild vom Altair mit 30 oder 40 toten Wachen oder so. Gell? Keiner sieht dich, wenn keiner mehr am Leben ist, der dich sehen kann. Also, Schwierigkeitsgrad ändern. Wir bleiben bei Standard. Geht jetzt eher darum, die Mission an sich zu zeigen, weil das ja anscheinend noch zu dem Trejo-Ding gehört. Und die anderen, ich meine, es gibt genügend YouTuber wahrscheinlich und Twitch-Streamer, wo ihr diese Dinger da sehen könnt. Du vertickst Zeug aus dem Taxi raus. Clever. Ja, und von den Gästen höre ich das Neueste. Deswegen weiß ich, dass dieses Zeug auf dem Markt ist. Das Militär von Castillo entwickelte eine chemische Waffe namens PG-240X. Das werden sie nutzen, um eure Revolution zu zerschlagen, um es danach an den Höchstbietenden zu verticken. Das darf nicht passieren. Ich muss sie aufhalten. Wenn du das tun willst, musst du sie stehlen. Aber die Waffe ist sehr instabil. Und das Militär hält sie in Kühlgeräten weggeschlossen. Suche nach den verantwortlichen Wichsern. Die haben die Schlüssel. Genau wie sonst. Oh, fast hätte ich's vergessen. Wenn die Probe zu heiß wird, dann wird man dich mit einer Schaufel vom Boden kratzen müssen. Also, einmal aus dem Kühlgerät raus, darf sie auf keinen Fall überhitzen. Bleib im Schatten und nutze Wasser. Ach, echt schön, dass du das nicht vergessen hast. Sobald du sie hast, fahre ich dich sofort hier weg. Aber glaub nicht, dass sie dich einfach so mit ihrer Geheimwaffe da rausspazieren lassen. Keine Sorge. Legen wir los, Lola. Schön, dich zu sehen, Trejo. Hola, Rojas. Hunger? Wir sind Hai-Tacos. Man sollte nie einen Hai töten, es sei denn, man rettet ein Kind aus seinem Maul, was ich gerade getan habe. Kinder retten ist gut. Was gibt's? Ein paar Studenten haben protestiert, nachdem einer von ihnen verhaftet wurde. Die Armee beschoss sie mit dem Panzer. Die Studis haben sich gewehrt. Sie haben sich gut geschlagen, bis ein Kommandant Rascado übernahm. Angeblich zückt er wohl gern ein Rasiermesser im Kampf. Er ist ein Arsch. Hab gesehen, wie seine Leute einen Schrank von einem Truck holten. Sah gefährlich aus. Das ist die Chemiewaffe. Scheiße. Die setzen sie gegen die Studenten ein. Nicht, wenn wir sie aufhalten, Rojas.
Also nur so nebenbei, ja, die beschießen eine Studentendemonstration mit einem Panzer und die Studenten wehren sich natürlich aus dem kaputten Gebäude oben raus mit einem Panzerabwehr-Raketenwerfer. Das sind ja fast schon amerikanische Verhältnisse, wo Studenten schwere Panzerabwehrwaffen mit sich rumtragen. Okay. Also, wieder mal dieselbe Story. Hinlaufen, Kommandant töten, Schlüssel nehmen. Jetzt, ich frage mich eigentlich die ganze Zeit, warum klauen wir uns eigentlich nicht einen LKW, fahren dahin und nehmen die Geheimwaffe samt dem ganzen Kühlgerät mit, weißt du, anstatt dass man die Geheimwaffe da rausnehmen und dann immer wieder irgendwo anders kühlen muss. Aber klar, dann wäre natürlich der Ding weg von, was bringt eigentlich das Rambo-Hemd? Du kannst mehr LMG-Munition tragen. Ja, das will ich doch gar nicht. Guerilla-Verteidiger. Ich wieder auf Ding. Der Schaden von Kopfschüssen erhöht sich. Was ist das für eine Logik? Genau, so gut kann ich das Ding da anziehen. Deine Ausdehnung regeneriert sich schneller. Weichzielverteidiger, Verteidigung gegen Feuer und Gift. Verteidigung gegen Weichziel, Spreng- und Panzermunition wird erhöht. Ja, komm. Hey Trejo, wo hat das Militär nochmal die Chemiewaffe abgeladen? Emma, hast du was von Eduardo gehört? Er sollte den Transport mit der Castillo-Kohle überfallen. Er hat sich per Funk gemeldet, als er die Truhe hatte, aber er klang, als wäre er in einem Busch. Meinte, er habe das Geld verstaut und müsse sich verziehen. Das Geld liegt im Unterschlupf, aber Eduardo hat sich nicht mehr gemeldet. Ein Trupp muss die Truhe abholen. Aber ich weiß nur, dass der Unterschlupf irgendwo bei der Plaza ist. Schnapp dir ein oder zwei in der ansässigen Guerillos. Sie kennen den Weg zum Unterschlupf Malagua. Selbst wenn die FND Eduardo hat, würde er nichts verraten. Dafür ist er zu stur. Er hat den Schlüssel sicher noch bei sich. Überwache die Militärkanäle. Okay. Wenn er tot ist, findest du den Schlüssel bei seiner Leiche. Ich glaube, es war mitten in der Stadt. Aber ich konnte es nicht genau sehen, weil ich gerade mitten durch einen Schwarm wütender Pilze. So. Okay. Wir müssen also, das ist jetzt quasi diesmal ein Ding oder was? Ein U-Bahn-Fahrplan. Also wir sind jetzt wahrscheinlich hier irgendwo und wir müssen jetzt der Linie Y1 nach und wahrscheinlich hier ist diese angebliche Plaza mit diesem Ding, aber lassen wir jetzt mal außen vor. Wir müssen durch Malagua, um dahin zu kommen. Das ist quasi ein Kriegsgebiet, Mann. Nichts, womit wir nicht klarkommen. Geh voran, oder was? Ich auch nicht. Ich dachte, ich würde einen Beruf lernen. So. Darf ich jetzt gerade mal? Ist das unser Ding? Ist das hier die Buslinie oder was? Dass wir jetzt sagen können, wir müssen immer von einem zum anderen hin. Also ich glaube mal, das Rote hier ist die Straße, oder? Das heißt, die geht halt da runter. Darum. Wahrscheinlich da unten irgendwo. Okay, ich habe sogar ohne Fallschaden hier runter geschafft. Mann, bin ich stolz auf mich. Nämlich halt, ich muss mich jetzt auch komplett auf die Dinge, aber hier steht nichts mit Y1, gell? Wann gehst du zurück nach Amerika? Musst du keine Filme drehen und dich um Trejos Tacos kümmern? Wie sagt man? Ein vielbeschäftigter Mann hat für alles Zeit. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich gehe zurück, wenn ich dem Kids geholfen habe. Ich will ehrlich sein. Es wird nicht leicht, das PG-240X zu stehlen. Und selbst wenn wir es schaffen, ist es verdammt instabil. Lieber nach den Sternen greifen und versagen, als in die Gosse zielen und treffen. Wow, tiefsinnig. Okay. Wir sind jetzt... Ja. Das heißt, wir sind da gestartet, an der Straße gestanden. Dann ist die Straße die, wo hier weggeht. Okay. Das heißt, im Prinzip müssen wir jetzt immer nur der Straße nach und dann kommen wir automatisch zum Ding.
Ja, probieren wir mal. Wir bleiben mal bei den Dingen. Bei dem Musim. Es könnte wahrscheinlich wieder ein bisschen länger als 30 Minuten dauern, dass ich daraus wieder zwei Folgen schneiden muss, aber ich nehme es jetzt an einem Stück auf und wenn es dann halt länger wird als 30 oder wenn es exorbitant länger wird als 30 Minuten, dann Ding. Dann schneide ich einfach zwei Folgen draus, wollte ich sagen. Schön, dass ich hier übrigens so ein Achtfachvisier drauf habe und dann kann ich das Achtfachvisier gar nicht nutzen, weil es bis dahin nicht mal die Texturen lädt. Das ist sehr schön. Mann, bin ich gut. Ja, Mann. Also warum habe ich eigentlich nur 20 Schuss dabei? Das nehme ich ja sogar bei Escape from Tarkov immer mehr mit. So. Ja, jetzt sind wir im nächsten Ding. Lohnt sich jetzt eigentlich noch gar nicht, die Leute zu erschießen. Auf dem Rückweg stehen sie nachher eh wieder da. Wir haben sogar Guerilla-Unterstützung auf der Map. Corona da. Finde das Geheimversteck. Mich raten. Wenn sie mir verhört haben, dann irgendwo hier. Da war gerade eine Kiste abgebildet. Zwei robuste Dichtung. Wow. Ich bin ein Zick. Hallo? Hier sind direkt da die Dinge. 100 Moneda und wow, okay, und so eine scheiß Cockpit-Dekoration. Wow, das hat sich ja jetzt echt gelohnt, dieses Ding zu suchen. Und übrigens, laut Minimap gibt es hier kein Wasser. Das heißt, wir müssen also nachher mit dem Wasserding hier außen rum gehen. Und hier drüben ist auch nochmal irgendwas abgebildet in grün. Ich weiß, warum ich diese Multiplayer-Maps nicht mag. Da ist der Befehlshaber. Läufst du mir einfach direkt in die Kugel rein? Freund oder Feind? Kein Risiko ein. Oh ja, nice. Studenten Malagua, bis auf weiteres wird eine Ausgangssperre in Kraft. Bleibt in den Häusern. Wenn der Sonnenuntergang ist, wird es hoch.
Ei. Das habe ich schon mal im Film gemacht. Das ist ein Feuerschutz. Scheiße, Granate! Klären das unter uns. Für die MP ging das jetzt leichter als ein Ding. Wir müssen diesen Rasgado aufspüren, bevor er das Zeug gegen die Studenten einsetzen kann. Ich glaube, ich habe den Typ im Stadtzentrum gesehen. Ist da rumstolziert, als würde ihm alles gehören. Die Zeiten sind vorbei. Studenten Malakwas, bis auf weiteres wird eine Ausgangssperre in Kraft. Bleibt in den Häusern. Wenn nach Sonnenuntergang auf der Straße gesehen wird... Alle Terroristen, die in der Stadt Malagua kämpfen, werden aufgefordert, sich zu ergeben. Wir werden Gnade walten lassen. Terroristen von Malagua, die anhaltenden Kämpfe betreffen die Einheit und den Stolz Yaras. Ergebt euch und stellt den Frieden unserer großen Nation wieder her. Und nun zerstören den Frieden und die Ruhe unserer großen Nation und bringen Schande über unser Volk und unsere Kultur. Wenn ihr euch ergebt, werden wir Milde walten lassen. Ja, na klar. Schaff ich das? Nee, schaffe ich natürlich nicht. Vor allem aus der Höhe bin ich schon tot. Von Malagua. Die anhaltenden Kämpfe besudeln die Einheit und den Stolz Yaras. Ergebt euch und stellt den Frieden unserer großen Nation wieder her. Unruhen zerstören den Frieden, die Ruhe unserer großen Nation und bringen Schande über unser Volk und unsere Kultur. Wenn ihr euch ergebt, werden wir Milde walten lassen. Stolz Lass mich doch jetzt mal daher. Ergebt euch und stellt den Frieden unserer großen Nation wieder her. Oh, das war unser. Unruhen zerstören den Frieden und die Ruhe unserer großen Nation und bringen Schande über unser Volk und unsere Kultur. Wenn ihr euch ergebt, werden wir Milde walten lassen. Bergungsaktion. Das Bergungsteam hat einige Guerillas in Beschreibung der Angreifer auf den Geldtransport während des Verhörs verweigert, dass sich die Rebellen haben. Sie oder kann man. Lass mich raten, es ist Zeit. Da ist es. Hab den Schlüssel. Das ist ein Kühlgerät. Ah, jetzt geh doch mal da vorne dran, weg, Mann! Wir haben unsere Waffe. Hola, Wachtmeister. Führerschein? Was ist passiert? Es könnte sein, dass ich gerade jemanden erschossen habe und jetzt werde ich von der Armee gejagt. Scheiße. Was zur Hölle war das? Lola! Was? Da drüben. Von Malagua.
Die anhaltenden Kämpfe besudeln die Einheit und den Stolz Jaras. Ergebt euch und steckt den Frieden unserer großen Nation wieder her. Unruhen zerstören den Frieden und die Ruhe unserer großen Nation. Nicht unterziehen lassen! Es läuft super! Bleib in Deckung und alles wird gut! Oh, das sehen wir nämlich genau hier, das hatte ich gemeint. Das heißt, wir müssen jetzt immer der Straße entlang. Normalerweise weiß ich jetzt nicht, wo der nächste Wasserposten ist, aber ich würde mal fast sagen, wenn wir immer in der Richtung da entlang rennen. Ich habe heute Morgen nicht trainiert, aber das hier ist eh viel besser. Wasser. Hm, aber wo, hier ist keins. Da vorne ist welches. Hey, hier drüben ist Wasser. Ja, natürlich da oben. Ich kühl das Messer am Wasser runter. Okay, es waren nur noch zwei Balken übrig. Gar nicht lang aufhalten, gleich weiter rennen. Heute komme ich richtig ins Schwitzen. Ihr Schatten. Mit der Brücke durch ist Schatten. Sein. Jawohl. Wir müssen Wasser finden, bevor diese Waffe uns umbringt. Sorry, das klingt süß. Ich sollte das lieber mal im Wasser abkühlen. Bin schon dabei. Alles gut, alles gut. Ich meine, wenn die Flüchtigkeit von dem Zeug noch höher ist, wie willst du das dann schaffen? Gibt noch irgendwo wieder einen Zettel, wo man lesen kann? Vorher suche so, das mache ich jetzt bestimmt nämlich. Mit dem Ding können sich andere rumplagen. In der Richtung sind Soldaten, dann ist da wahrscheinlich aber der Wasser, oder? Jawohl. Also habe ich mir das vorgestellt. Wir müssen die Waffe mit Wasser kühlen, sonst sind wir erledigt. Mann, die Spannung bringt mich um. Thank you.
ich gerade hier unter dem Sprinkler noch eine Weile stehen bleibe. Lass mich nochmal gucken, wo sind wir denn jetzt hier auf der Karte? So wie erwartet, also immer der Straße weiter. Irgendwo hier gibt's Wasser. Ich habe die einzigartige Fähigkeit, Wasser zu ordnen, ohne wissenschaftliche Instrumente zu benutzen. Okay. Ich gucke einfach immer auf dem Minimap nach. Zwei Balken, das geht ja noch. Ich eigentlich. Counter-Strike-Mechanik, eine leichtere Waffe in die Hand nehmen und dann rennt schneller, geht glaube ich hier nicht, oder? Ein Offizier. Ich muss vorsichtig sein. Das Wasser kann ich brauchen, damit das Teil nicht überhitzt. Ja, also jetzt wieder. Ich hab grad gedacht, da steht einer, aber es war nur ein Ast. Ja, immer der Straße weiter nach. Ich habe gerade nachgeladen. Fällt mir jetzt der Stau. Da drüben ist wieder Schatten. Ich glaube, das. Ja, ich denke mal, das mache ich auf eine Ding, auf eine Episode. Das ist ein Geschütz. Klingt genau wie beim Dreh von Poolboy. Drowning out the Fury. Er geht empfindlich auf Feuer, das brauchst du mal nicht sagen. Dann in die falsche Richtung, Junge. Wenn wir nicht bald Wasser finden, wird die Welt zwei Dannys weniger haben. Sehr gut, da ist Wasser. Und genau auf den, genau auf den Nacken von dem Typen, den ich hier erschossen habe. Hier über die Dinge. Dann die nächste Schatten, da kommen schon die Bleidegeier. Entdeckung!
bleiben hier im Schatten. Da sind wir einigermaßen safe. Ich habe Wasser gefunden. Ja, ich auch. Die Schule, oh Gott. Die gute Nachricht, ein paar meiner Verfolger haben sich gegenseitig umgenietet. Glück gehabt. Die schlechte Nachricht, da sind immer noch eine Menge Singaos hinter mir her. Also doch kein Glück. Oh, unten der Kopf! Wie weit warst du denn weg? Man kann nicht zwei Hubschrauber im offenen Gelände abhängen. Lola, wie sieht's aus? Hast du die Armee schon abgeschüttelt? Einer ist noch übrig. Ein Panzer! Lola, bin noch am Leben. Warte der Nachfrage. Bin in einer Minute da. Mach zwei drauf! Greco und ich müssen erst diese Singaos loswerden. Da müssen wir mal kurz wieder Scharfschützengewehr gegen unser Flugabwehr. Bin gleich da, Danny. Haben Sie die Soldaten schon erledigt? Fast. Fast? Leg mal einen Zahn zu, ich habe gerade die halbe Armee abgehängt. Ja, und wir kämpfen gegen die andere Hälfte. Komm einfach her! War die andere Hälfte der Armee, okay. Ich kann nochmal zum Wasser rennen. Willst du wirklich zum Flughafen, Trejo? Es gehen keine Flüge raus aus Yara. Ja, passt schon. Ich leihe mir einfach ein Flugzeug und flieg selbst nach Hause. Du hast einen Pilotenschein? Hatte noch keine Stunde, aber im Film bin ich geflogen. Komm schon, Rojas, wie schwer kann das sein? Einsatz abgeschlossen, 2602. Meisterstufe 1, empfohlener Rang 8 plus im Koop abgeschossen. Ja, egal. Jetzt gucken wir uns noch kurz. Gucken wir uns noch kurz den Kontaminationsmittel-Dingsbumster an, was wir gekriegt haben. So, gleich mal im Schatten bleiben. Arsenal, Sturmgewehr. Wo ist denn? Ah, frisierte Gewehre, da unten ist es, okay. Okay, also eine M16 in rot-schwarzer Lackierung, da kann man noch ein bisschen. Haben wir noch eine Werbung, eine Werkbank irgendwo? War denn die Werkbank hier in dem Lager einmal? Ich danke dir, Danny. Ja, bitte. Weiß zwar nicht für was, aber okay. So. Was kann man denn hier machen? Im Prinzip selbe wie bei allem anderen. Wieder panzerbrechende Munition. Zylindrische Schalldämpfer. Waffenwärmestärke, die effektive wird leicht reduziert.
großer rechteckiger Schalldämpfer, der wäre nochmal ein Stückchen besser, der passt aber komischerweise nur hier drauf. Ihr Waffenlärm wird etwas reduziert. Russischer Schalldämpfer, na egal. Dann haben wir Optikfeld, das Dreifachvisier, Improvisier, Vierfachvisier, habe ich jetzt weites Visier hier? Ne, das ist schon das Pointerfeld wieder. Dann gehen wir einfach mal mit dem Ding, mit dem Dreifachvisier so. Der Schaden dieser Waffe erhöht sich, das kann man nur so freischalten. Ah, und das war ja das, was ich denke, dass ich das nochmal extra freischalten muss. Die normale Sturmgewehr-Mods gehen ja nicht auf die frisierten Sturmgewehr-Mods, aber der normale Sturmgewehr-Schalldämpfer passt aber aufs frisierte Sturmgewehr. Das ist das, was wir jetzt haben. Stierleder, die normale M16A1, Waldtarnung, Standardmodell, Reptil. Die sind in den Bäumen. Okay. Da bleiben wir mal beim Dekontaminationsmittel. Gott, ist das ein Wort? Da haben wir noch wieder so. Ich weiß bis heute nicht, wofür die Talismane gut sein sollen. Kann in Jahren gefunden werden. Ich weiß nicht. Also das ist irgendwie das Letzte. Ich meine, so ein Ding, was an meiner Waffe rumbaumelt, das wollte ich jetzt überhaupt nicht hin. Mal gerade noch kurz sehen. Nochmal schön angeguckt. Oh, und übrigens, merke ich ja jetzt gerade erst, wir haben kein erweitertes Magazin, wir haben hier nur 20 Schuss drauf. Aber das Nachladen ist so schwungvoll, wie dieses Magazin so rauskickt. Aber da gefällt mir unser SSGP58 doch besser. Oder natürlich die SKS hat natürlich auch was für sich mit dem Ding. Mit dem Zweifachvisier. Oder halt die Ding, die MS16L. Aber ich glaube am meisten mag ich doch tatsächlich noch das. Wobei die Einzelschussgewehre, meine ich, noch ein bisschen besser sind in dem Ding. Auf Distanz schieße. Und für die SKS gibt es natürlich dummerweise kein erweitertes Magazin hier, so wie in Escape from Tarkov, dass du aus 10, 20 Schuss machen kannst. Das ist dann halt ein bisschen Nachteil, wenn du dann alle 10 Schuss immer wieder einzeln nachladen musst in dem Ding. Ich meine, da finde ich sogar die Mosi noch besser, dass du beide, wenn du beide, hier heißt der weißer Lotus. Wenn du das 5er Magazin verschossen hast, dann schiebt er wenigstens einmal einen Clip nach, anstatt die Kugeln einzeln zu laden. Aber dann würde ich mal ganz ehrlich sagen, wir nehmen nochmal unsere MP5 raus. Ne, wir nehmen nochmal unsere Heckler und Koch USP da raus. Und dann würde ich ganz ehrlich sagen, mag jetzt die Abschlussepisode nochmal ein klein bisschen länger gedauert haben. Aber ich denke mal, wir sind jetzt bei Episode 78 irgendwo, bis ich alles zusammengeschnitten habe. Und ich denke mal, wir haben die Aktivitäten in Yara jetzt sehr gut zusammengefasst und es gibt ja noch bestimmt genügend andere, zeig mir mal das gute Stück. Es gibt ja bestimmt aber noch genügend andere YouTuber und Twitch-Streamer, wo ihr noch mehr von Yara sehen könnt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt halt am Ende doch recht eintönig raus. Immer wieder dieselben Straßensperren, dieselben Abfangmissionen, dieselben Hinterhalte. So ist halt doch ein bisschen ein sehr repetitives Spiel. Ich meine, ja, die militärischen Ziele und so, das hat sich ein bisschen abgewechselt. Eine Zuckermühle, eine Schiffswerft, ein Ding und was wir alles eingenommen haben, ein Fernsehstudio. Aber ich würde sagen, halt nochmal in Kamera. Dann würde ich sagen, das hier war es offiziell mit Far Cry 6. Ich lasse das Spiel mal noch installiert, falls es mal noch irgendwann wieder ein kostenloses Update gibt. Aber es gibt ja auch die DLCs mit den Hauptcharakteren aus Far Cry 3, 4 und 5. Aber das DLC-Paket, ich denke nicht, dass ich mir das noch holen werde, weil so übermäßig fand ich jetzt Far Cry auch nicht. Wir hatten natürlich an vielen Stellen Spaß. Ja, wir haben auch viel über die Witze und über die Cutscenes gelacht und über Juans lila Pisse.
und wie ein Zebra irgendwo aus Afrika hat stehlen sollen in der Cutscene. Und naja, der Humor war noch mit das Beste am Spiel. Das Gameplay und so, das ist jetzt natürlich, sage ich mal, jetzt nichts Neues zu den anderen Teilen immer. Dann würde ich jetzt sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich weiß, ich hatte ihn, größtenteils zumindest. Und dann beenden wir hier das Kapitel Far Cry 6. Und als nächstes großes Ding hätte ich gerne auf diesen Sendeplatz dann nämlich angesetzt Resident Evil 8. Das wäre jetzt mein nächstes 4K-Projekt dann. Also, bis du dann, in Deutsch wieder. Bis dann, Fans. Wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Ciao.